Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Wie gestern schon versprochen, gibt es heute das vierte Volume von Mirai Nikki für euch. Ich muss gestehen, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, weiterzuschauen. Aber wie gesagt, der Anime gefällt mir echt wahnsinnig gut. Eine absolute Empfehlung von mir. So, und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. So, hier haben wir wieder unseren Zettel. Den mache ich mal schnell vorsichtig ab. Ja, da hat der Klebepunkt mein Volume ein bisschen beschädigt. Aber ist nicht so schlimm. Aber dann schauen wir uns mal den Zettel an. So, und zwar, meine Kamera hat mich heute echt nicht lieb. So, das Ganze kommt auf Deutsch und auf japanischer Synchron. Geht 125 Minuten lang und wir haben die Episoden 17 bis 21 und kriegen wieder Memo-Karten, Booklet und einen Handy-Hintergrund zum Downloaden. Hier nochmal die Warnung, die Memo-Karten zeigen die Tagebuchbesitzer, deswegen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, tut am besten skippen, wenn ich die zeige. So, hier ist dann die Rückseite. Hier war der tolle, liebe Klebepunkt. Aber ja. So, dann schauen wir mal rein. Hier haben wir unsere erste Seite. Das Motiv finde ich echt cool, muss ich sagen. Nochmal die Seite und hinten. So, dann machen wir das mal schnell auf. So, einmal. Und die ganzen Memo-Karten, die ich euch jetzt zeige, sind dieses Mal auch nur 4 Stück. Und zwar hier einmal. So. Das waren auch schon die Memo-Karten. Und dann haben wir hier den Episoden-Guide. Und den Handy-Hintergrund zum Downloaden. Und noch Charaktere und Schauplätze. Dann haben wir hier noch unsere Episodentitel. Und noch unsere Scheibe mit ein bisschen Blut dahinter. Wieder jede Menge Blut. So sieht das Ganze nochmal von außen aus. So, jetzt muss ich probieren, die Scheibe wieder zu kriegen. So. Und dann war das auch schon das vierte Volume. Ich bin sogar, glaube ich, hier irgendwo. Weil ich ja bei Volume 3 gesagt habe, dass ich glaube, ich war irgendwo bei Volume 3 stehen geblieben, aber ich war, glaube ich, sogar schon bei Volume 4. Im nächsten Monat kommt dann ja Volume 5 und im März, genau im März, kommen dann die OVAs raus. Auf die bin ich auch schon mega gespannt, was da alles gezeigt wird. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, um was es geht, ob es irgendwie eine Vorgeschichte ist oder so ein Zwischending. Ich lasse mich da vollkommen überraschen. Ja, auf jeden Fall war das Volume 4. Ich finde es wieder mega cool aufgemacht und bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin auch gespannt, wer das ganze Ding gewinnt. Das kann ich mir nämlich überhaupt noch gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall könnt ihr mir mal sagen, wie ihr die Serie findet. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal.